diesem Film zeigen wir die wichtigsten Schritte zum Reinigen von Bokatik-Druckern. Dazu schalten wir das Gerät erstmal am Stromschalter aus, ziehen den Netzstecker ab, nehmen das Papier aus dem Ticketdrucker und öffnen den Gehäusedeckel. Um den Druckkopf zu reinigen, lösen wir diesen Hebel, auf dem steht Lift to Open Printhead, klappen ihn ganz nach vorne. Das graue Flachbandkabel brauchen wir nicht zu lösen, das kann dranbleiben. Dann nehmen wir den Druckkopf vorsichtig heraus, ohne anzustoßen, und sehen jetzt hier den Druckkopf und diesen Bereich der Thermodruckzeile, den es zu reinigen gilt. Zur Reinigung verwenden wir Reinigungsalkohol oder Isopropanolalkohol aus der Apotheke und ein fusselfreies Tuch. Farbablagerungen und sonstige Verschmutzungen sollten sich jetzt ablösen und zu einer Verbesserung des Druckbildes führen. Anschließend setzen wir den Druckkopf wieder ein, beziehungsweise gehen den nächsten Schritt, die Reinigung der Andruckwalze. Nun reinigen wir die Antriebswalze, die wir hier sehen, wenn der Druckkopf ausgebaut ist. Dazu einen milden Reiniger oder einen Gummiwalzenreiniger und gleichmäßig abreiben, um Farbablagerungen und Staub runterzuwischen. Immer drehen, bis die Walze vom Schmutz befreit ist. Erfolgte Reinigung von Druckkopf und Walze, setzen wir den Druckkopf vorsichtig wieder ein, verriegeln, fertig. Als nächstes wenden wir uns den Optosensoren zu. Optosensoren sind wichtig, weil sie die Blackmarks auf den Tickets erkennen. Sind diese Optosensoren verschmutzt, zum Beispiel durch Papierstaub, kann es zu Registrierungsfehlern kommen, sprich es werden auch mal leere Karten durchgeschoben. Ich habe hier einen Optosensor im ausgebauten Zustand. Gut zu erkennen, die schwarzen Doppelzacken des Optosensors, die besonders eben gereinigt werden sollten. Ja. Dazu reicht es schon, wenn man diese Sensoren abpustet. Sehr häufig reicht das. Entweder pustet man nur drauf oder versucht es entsprechend mit Pressluft. Bei allen aktuellen und neueren Modellen gibt es im Bokadrucker einen optischen Sensor, der zu reinigen ist. Und bei sehr alten Modellen finden wir im Bokadrucker zwei dieser Sensoren. Will man den Optosensor besonders gründlich reinigen mit Reinigungsmittel und Q-Tip, empfiehlt es sich, entweder die Sensoren komplett auszubauen oder je nach Modell die oberen Abdeckungen zu entfernen. In diesem Fall diese zwei Kreuzschrauben lösen, den Blechstreifen oben abnehmen und man hat direkt Zugriff auf den Optosensor. Bei älteren Modellen, dito, man kann diese Schrauben lösen, wird über den Sensoren aber noch eine Glasplatte finden. Auch diese Glasplatte bitte von oben und später auch von unten reinigen. Reinigung von Druckkopf, Antriebswalze und Optosensoren sind die drei wichtigsten Arbeiten, die man regelmäßig durchführen sollte. Wenn darüber hinaus Fragen sind oder Ihre Drucker nicht funktionieren, Sie wissen, wo Sie uns erreichen. Tschüss.